Yo, liebe Freunde, mein Name ist Yves, ein herzliches Willkommen hier auf meinem Kanal und ich begrüße euch zu einem neuen Wi-Fi-Battle gegen die liebe Kiro. Wir spielen heute, Gen 4 ist dran heute, Freunde, und ich bin richtig gehypt drauf. Ich habe Mammutel dabei, Knackrak, Gastrodon, Rihorn, Magnezone und Rotom. Ja, bin richtig gehypt drauf, Freunde. Ich hoffe, das ist auf jeden Fall ein gutes Team, wird ein stylisches Team und ich hoffe, dass ich auch wirklich nur vierte Gen habe. Gastrodon müsste eigentlich Gen 4 sein. Ich sage wirklich müsste, weil ich mir nicht hundertprozentig sicher bin, dass Gastrodon Gen 4 ist. Bin ich damit falsch, liebe Freunde, wäre es sehr, sehr kacke. Aber eigentlich ist es mit Gen 4 reingekommen. Und sie hat dabei Luxra, mega geiles Mon, Empoleon. Ich habe richtig viele Pflanzendinge, aber ich kann mal einfach safe mit meinem Magnezone leaden. Oder nee, ich leade mit meinem Pizzaofen. Ich leade mit meinem Pizzaofen. Weil mein Pizzaofen einfach ein super safe Lead ist. Und wenn er halt mit Empoleon leadet, okay, wenn nicht, dann ja. Ich lieb mit meinem Pizzaofen. Pizzaofen ist nice. Pizzaofen geht. Ja, Freunde, auf geht's. Viertes Gen Battle. Es geht weiter. Und ich bin mega gehypt drauf. Ein paar Tage noch bis Sonne und Mond. Das habe ich gestern schon mal gesagt worden. Ich bin trotzdem mega gehypt drauf. Oh, es wird gut. Spitzkopf, das ist sein Turbutz. Oder ihr Turbutz. Warum sage ich er? Das ist eine Sie. Das ist eine Sie. Ich bitte euch. Turbutz wird wahrscheinlich die Tarnsteine rausbringen wollen. Ich gehe deswegen mal auf den Spukball, treffe es damit effektiv und ich bin Specs. Und es macht. Okay. So fängt dieses Match scheiße an. Mal ohne Witz. Nein. Nö. Das ist ein schlechter Scherz, ist das wirklich. Ey, das ist ohne Witz, das ist scheiße. Entschuldigung, diese Wortwahl, Freunde, aber es ist wirklich, ey, das kann nicht sein. Beim besten Willen nicht. Das kann nicht sein. Gib mir noch den Freeze, komm, gib mir einfach den Freeze. Echt, ey, zumindest trifft vier Länder, damit ist Turbutz raus, ey. Quittet sie einfach meinen Pizzaofen weg. Und ich wollte mir eine Pizza machen. Nein. Okay, Turbutz ist raus. Hat ein Kill mitgenommen. Problem ist jetzt, sie wird wahrscheinlich jetzt in Empoleon gehen. Damit dann versuchen, auf ihren Siederwasser zu gehen. Nein, sie geht in Törtchen. Das ist ihr Togekiss. Okay, warum geht's? Okay, nice. Ich gewinne Steinkante. Easy. Aquaville, tank ich. Denke ich, weil, jetzt kommt, Freunde, ich bin Assault West. Booyah. Und ich krieg die. Komm, schlag dich selber, dann ist heute der Tag für mich gelaufen, Freunde. Nice, er kommt durch. Er trifft. Bam. Frisst das Togekiss. Ich bin nämlich Assault West Rironio. Ich weiß, einige von euch kennen das Set vielleicht mal, weil ich es mal, glaube ich, irgendwann mal schon mal gespielt habe. Mein liebes Klaus. Und es macht einfach gerade richtig guten Job. Einen richtig guten Job. Ich gehe nochmal auf Vielender. Ich werde es wahrscheinlich nicht outspeeden. Es legt hier Delegator raus. Kann es gerne machen. Wenn ich treffe und durchkomme. Ja, nice. Kann ich den Delegator brechen, Freunde. Und jetzt ist die Frage, sie hat natürlich jetzt versucht, den Delegator rauszubringen. Das zeigt mir natürlich, sie spielt dann wahrscheinlich irgendwie ein komisches Set drauf. Ich weiß nicht, ich glaube, das kann Schwerttanz, ich bin mir jetzt nicht sicher. Sie hofft jetzt einfach darauf, dass dieser Vielender mal misst oder dass ich die Verwirrung mich selber treffe. Und es ist der Fall, Freunde, ich habe mich selber getroffen. GG, Props an mich, ich bin gut, läuft bei mir. Weitere Hashtags kann man gerne dazu folgen, Freunde. Ist doch mega nice wieder. Geile Sache. Geile Sache, Freunde. Ich gehe auf Magnezone. Was soll sie mir mit einem Pflanzara antun können? Deswegen gehe ich auf Magnezone. Gehe auf eine Triblette, Freunde. Und sie kommt in den Abschlag. Ja, okay. Hätte ich auch bedecken können. Aber die tanke ich natürlich easy. Der Vorteil ist nämlich, jetzt kann ich zumindest mit Magnezone eine andere Attacke einsetzen. Das ist nice. Das ist gut.
Und das werde ich jetzt auch machen, indem ich nämlich weiter auf eine Triplette gehe. Nein, ich werde nichts rauswechseln oder so. Ich bleibe auf eine Triplette. Aus dem einfachen Grunde, ich stehe safe. Ich kann, oder sie kann mir nichts mit ihrem, oh, wie heißt das? Fully Pulver. Kann sie mir nichts machen und ich kann safe für eine Triplette gehen, was es rausnimmt, Freunde. Boom. Okay. Okay. Okay, was könnte jetzt kommen? Das Problem, was ich habe, ist dieses Empoleon. Und Empoleon wird mir da echt ein bisschen problematisch werden. Das ist so ein bisschen, ja, mein Schwachpunkt. Ich gehe mal für eine Triplette. Jetzt kommt wahrscheinlich der Feuerzahn. Wäre nicht schlimm, wenn Magnezone stirbt, weil ich damit leben kann. Aber sie hat was predicted, oder? Ja, wahrscheinlich schon. Mein Switch oder sowas. Ja, nice. Dann kriege ich die Triplette auch durch und ich kriege den Burn. Ah, nee. Ich wollte. Oh, lol. Lol, ich wollte gerade sagen. Geh nochmal für eine Triplette. Die Fassade dürfte jetzt ausreichen. Die dürfte jetzt. No. Nice. Richtig gut. Nice. 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 Ist nice. Nice, muss ich sagen. Gefällt mir gerade. Gefällt mir gerade richtig gut. Mein Magnezone. Ah, macht hier gerade einen super Job. Zwar stirbt es jetzt, aber dafür auch Luxtra. Und jetzt fehlt mir echt nur noch fast Empoleon. Empoleon, mach dich auf was gefasst. Du wirst kaputt gemacht von mir. Ich weiß gar nicht, ob Empoleon Ruheort kann. So, ich gehe jetzt mal in mein Mammutell. In mein. Oh, da kommt Skipper. Nice. Hi, Skipper. Und ich denke mal, es wird jetzt eh das Siedewasser kommen. Sie wird mein Erdbeben predicten. Jetzt kommt natürlich das Coole. Auf diesem Mammutell besitze ich leider kein Erdbeben. Bin ich aber ein Kraftkoloss, habe ich da drauf. Mit Walbandit dürfte auch einem Skipper sehr wehtun, Freunde. Zwar sinkt es mein Angriff und Verteidigungswert, was nicht schlimm ist. Ich überlebe immer noch. Und es ist gut. Das ist nice. Es läuft, Freunde. Mammutell macht hier gerade einen Job und es ist ganz jo. Oh, nice. Ich bleib drin. Ich bleib safe drinne. Ich weiß, dass die Werte nicht gut sind. Ich bleib safe drin. Fred, ich predikte, dass du es schaffen wirst. Ich glaube daran, dass du diese Welt retten wirst. Bitte. Bitte, Fred. Schade. Schade, hätte ich mich sehr darüber gefreut, hätte Fred hier noch einen zweiten Kill gemacht mit Kraftgloss. Die Aqualle kommt, die reicht aus. Oder die dürfte, ja, die dürfte safe ausreichen. Bei Gaziola oder Gaziolia. Weiß ich gerade gar nicht, wie die genauer ist, Freunde. Aber ich habe noch safe hier einen Knackrack, Freunde. Und das ist schneller. Definitiv. Und ich gehe auf eine Drachenklaue, nimm es safe raus. Boom. Und damit habe ich auch Aisana platt gemacht, Freunde. Auf jeden Fall danke für Kiro für dieses tolle Battle. Ich weiß, das war jetzt nicht so lang, Freunde, aber wir müssen mal rechnen. Wir nehmen es gerade hier um mitten in der Nacht, um 1 Uhr nachts, auch weil wir keinen Termin finden, um das Battle zu machen, Freunde. Also ein bisschen müsst ihr uns beide auch verstehen, wir sind müde. Und ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Heute haben wir die 4. Gen abgearbeitet, Freunde. Morgen kommt nochmal die 5. Gen. Dann ist die 6. Gen dran. Und dann, Freunde, werden wir auf Twitch schön zusammen streamen mit der lieben Kiro Albi und dem Bimon Pokémon Sonne und Pokémon Mond. Unter anderem wird dann auch das Let's Play starten, die Tage dann direkt. Also schaut auf jeden Fall die Tage rein. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Freunde, ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Wir sehen uns dann. Bis morgen. Ciao.